Das Horizon Festival geht in die vierte Runde. Im neuesten Ableger der Forza-Reihe schickt Entwickler Playground Games die Fans in das ehrwürdige England. Doch anders als im Vorgänger ist der Spieler in Forza Horizon 4 nicht der Veranstalter des Rennfestes, sondern wie in Teil 2 nur ein Fahrer, der es nach ganz oben schaffen will. Um das zu erreichen, muss er sich durch alle Events an die Spitze fahren. Und da wäre auch schon die wichtigste Neuerung im aktuellen Forza Horizon: die vier Jahreszeiten. Diese wechseln je nach Spieldauer in Herbst, Winter, Frühling und Sommer und umfassen jeweils eine große Meisterschaft. Diese sind wiederum in verschiedenen Events wie Offroad, Grip, Street Racing oder die beliebten Showmatches aufgeteilt. Eure Aufgabe dabei? Viele Punkte sammeln. Habt ihr die Mindestpunktzahl erreicht, ist die Meisterschaft erledigt. Dabei sorgen die vier Seasons für viel Abwechslung. Die ausgezeichnete Landschaft Großbritanniens verändert sich stetig und lässt Schneeböen über die Straßen fegen oder Laub von den Bäumen rieseln. Auch spielerisch hat dies große Auswirkungen auf das Rennen. Eis und Schnee sorgen zum Beispiel dafür, dass der Spieler mehr auf das Handling der über 400 Fahrzeuge achten muss, während der Herbst für unerwartete Pfützen an Kurven und Engpässen sorgen kann. Diese Details sind nicht nur sinnvoll ausgedacht, sondern bringen auch Spannung in den Rennalltag. Zudem lässt der Entwickler im Online-Spiel, welches nach dem Beenden der Einzelspielerkampagne verfügbar ist, im wöchentlichen Rhythmus die Saison für alle Spieler gleichzeitig ändern. Das sorgt für neue Rennen und Herausforderungen im Spiel, die auch die Langzeitmotivation anheben könnten. Doch alleine das Sammeln der über 400 Fahrzeuge dürfte schon immens viel Zeit in Anspruch nehmen. Dazu lassen sich die Boliden, die sich allesamt angenehm unterschiedlich handeln lassen, wieder in allen Formen und Farben dem eigenen Geschmack entsprechend umgestalten. Ob nun neue Lackierungen für die Haube, vorgefertigte Tuning-Kits für mehr PS oder Grip auf den Straßen, jedes Auto kann individuell der eigenen Fahrweise angepasst werden. Darüber hinaus ermöglicht das Feintuning die Voreinstellung von Achsabständen bis hin zum Bremsverhalten. Das ist löblich, hat aber im Spiel kaum Auswirkungen und ist nur dann nötig, wenn man seine eigene Bestzeit eventuell um Millisekunden verbessern möchte. Denn auch im neuesten Forza Horizon soll Frust für Spieler so gut es geht vermieden werden. Einen spürbaren Gummibandeffekt kann man zwar nicht feststellen, doch da ihr meist in der Mitte des Startfelds losfahrt, Kontrahenten nah beieinander bleiben und sehr starke Gegner in der letzten Runde auf einmal sehr vorsichtig um die Kurven fahren, wird klar, dass der Sieg für den Spieler definitiv das Ziel sein soll. Doch ein Selbstläufer ist Forza Horizon 4 keineswegs, denn spätestens in Online-Rennen holen die realen Gegner einen auf den Boden der Tatsachen zurück. Alles in allem hält auch der vierte Teil von Forza Horizon den Thron als bester Arcade-Racer fest. Die Landschaft ist überwältigend, die freien Fahrten durch Großbritannien locken mit vielen Erkundungen. Die Fahrzeuge sehen bis ins kleinste Detail atemberaubend aus, vor allem in 4K. Und die Radiosender mit ihren unterschiedlich lizenzierten Liedern werden nur von den professionellen Synchronsprechern getoppt. Die wunderbarste klassische Musik, den ganzen Tag lang. Nur auf Timeless FM. Hier ist Timeless FM und ich bin Ihr Moderator Don Thompson. Wirklich schön hier zu dieser Jahreszeit, nicht wahr? Dennoch ist nicht alles zu 100% gelungen. Es gibt nur 5 Showrennen, wovon eines sogar aus dem Intro stammt. Die Zeitrennen sind teilweise sogar ein Witz und mit Leichtigkeit zu meistern. So soll man von einem Filmset zum Standort in unter 3 Minuten kommen, erreicht das Ziel aber schon nach weniger als einer Minute. Und während Flora und Fauna eine grafische Pracht sind, sind die menschlichen Akteure eher altbacken und unter dem Niveau aktueller Spiele. Glücklicherweise stehen die nicht im Mittelpunkt.